Schwimmen ist gut für Körper und Kondition. Das wissen wir alle. Allerdings schwimmen viele Menschen falsch, erklärt Schwimmlehrerin Dorothea Schmidt-Kunz. Der häufigste Fehler ist der, dass sie in der Kindheit sogenanntes Bauernbrust gelernt haben. Das heißt, sie haben gelernt, den Kopf aus dem Wasser herauszuhalten. Und mit den Beinen sind sie nicht in der Wasserlage, sondern liegen mit den Beinen unten im Wasser. Dadurch schwimmen sie gegen das Wasser und nicht mit dem Wasser. Und der Schwimmer sollte immer in Harmonie mit dem Wasser sein. Um dadurch entstehenden Problemen der Hals- und Lendenwirbelsäule vorzubeugen, ist es wichtig, die richtige Schwimmtechnik zu beherrschen. Dass man eine richtige Wasserlage hat, dass man leicht und locker schwimmt. Schwimmen darf nicht mit Kraftaufwendung passieren, sondern muss eben leicht durchgeführt werden. Und dazu bedarf es eben, dass man vorher eine richtige Schwimmtechnik lernt. Richtig ausgeführt hält Schwimmen nicht nur gesund, sondern auch jung. Für Menschen mit Rückenleiden, Menschen, die mit dem Herz-Kreislauf-System Probleme haben, für Asthmatiker durch die Atmung, also durch das Erlernen der richtigen Atemtechnik. Und an sich muss man sagen, es ist eigentlich für alle Menschen geeignet, denn es ist der einzige Sport, den man bis ins hohe Alter betreiben kann. Kursteilnehmer Harald Scharnberger ist mit seinen Fortschritten zufrieden. Kraulen wollte ich eigentlich schon immer lernen, beziehungsweise habe das bewundert, wann das wer kann, habe es aber eben nie gelernt. Man fängt halt mit einzelnen Schritten an, mit Beinbewegungen, nur mit so einer Art Schwimmnudel, also mit einem Behelf. Und dann hat man nur die Füße, man nur die Beine, nur die Hände und so kommt man halt Schritt für Schritt deinem Kraul näher.